Es ist Mittwochabend. Herzlich willkommen zu Maischberger. Heute ein Extra, denn ich habe exakt nur einen Gast. Heute ist zu Gast der Bundeskanzler Olaf Scholz. Herzlich willkommen. Danke. Herr Scholz, wir haben Sie auf einem Foto gefunden. Das Foto kommt aus dem Jahre 1983. Sie können es hier sehen. Es zeigt eine Szene in einer Demonstration Bonner Hofgarten. 1983, Sie im Kreis. Können Sie jungen Menschen erklären, worum es damals ging? Es ging damals um die Frage, ob in Deutschland Mittelstreckenraketen stationiert werden sollten. Mhm. Und ich habe mit der Jugendorganisation der SPD und vielen anderen zusammen Kundgebung organisiert und dagegen demonstriert. Gegen auch den Kanzler der SPD, der das damals eingestellt hatte. Sie haben damals über die NATO gesagt, das sei ein aggressiv-imperialistischer Verein. Von heute aus drauf geblickt, haben Sie sich sehr geirrt? Ja, ich bin ja Kanzler eines NATO-Mitgliedstaates und ich bin sehr froh, dass wir in dem transatlantischen Bündnis eng zusammenarbeiten. Das ist für unsere Sicherheit wichtig und wir wissen, das ist gerade in der letzten Zeit noch wichtiger geworden. Russland hat mit viel militärischer Gewalt sein Nachbarland überfallen und hat alle Regeln und alle Vereinbarungen der letzten Jahrzehnte über Bord geworfen. Das ist eine Bedrohung für die Ukraine, ganz klar, aber natürlich für die Sicherheitsarchitektur und den Frieden in Europa insgesamt. Und die NATO verteidigt sich nur? Das war ja etwas, was der junge Olaf Scholz nicht gesagt hätte. Die NATO verteidigt sich nur, das ist meine feste Überzeugung und hat sich ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch immer wieder gezeigt bei den Aktivitäten, die wir gemeinsam unternommen haben. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist für die Zukunft. Das ist ein Verteidigungsbündnis, das aber stark genug sein muss, damit niemand Länder, die zur NATO dazugehören, angreift. Der heute noch sagt, die NATO ist aggressiv und imperialistisch, ist Wladimir Putin in Moskau. Und es gibt nicht wenige Deutsche, die das auch genauso sehen heute. Irren die sich alle? Die meisten Deutschen sehen das ganz anders. Aber natürlich gibt es welche, die skeptisch sind, wenn es um Waffenlieferungen geht oder auch die Sanktionsbeschlüsse, die wir gefasst haben. Aber ich finde, man muss ganz klar sagen, dies ist ein Krieg, den Russland aggressiv vom Zaun gebrochen hat. Der russische Präsident will sein Nachbarland ganz oder teilweise erobern, um sein eigenes Reich größer zu machen. Und wenn man seine Reden genau liest und ihm zuhört, dann denkt er ja nicht nur an die Ukraine, sondern auch an Belarus, früher oder später. Und deshalb ist das ein imperialistischer Krieg, bei dem es ihm darum geht, sein eigenes Territorium zu vergrößern. Und das ist etwas, wo es notwendig ist, dass wir die Ukraine unterstützen, damit sie sich verteidigen kann. Es hat sich am Samstag etwas getan, das nochmal einen anderen Blick möglicherweise auch auf diesen Krieg in der Ukraine werfen lässt. Bevor wir dahin kommen, was haben Sie denn gedacht, als Sie am Samstag gesehen haben, dass der Söldnerführer Prigozhin gegen Moskau marschiert? Dachten Sie, es ist ein Putschversuch? Wie haben Sie das eingeschätzt? Es ist der Versuch gewesen, da mit Gewalt etwas zu ändern. Das ist ein Putsch, ein Militärkuh, wie auch immer gewesen, von einer Privatarmee, wohlgemerkt. Und dass das immer bedrohlich ist, wenn man Privatarmeen im eigenen Land hat, das wissen viele Länder, dass der russische Präsident mit denen seine eigene Macht in den letzten Jahren stabilisiert hat, hat ja nicht dazu geführt, dass nicht seine eigene Macht dadurch auch gefährdet werden kann. Und das haben wir am Wochenende gesehen. Sie haben relativ schnell telefoniert mit Joe Biden, mit Macron, mit Rishi Sunak aus Großbritannien. Wie gefährlich, dachten Sie, ist diese Lage am Wochenende? Das war eine gefährliche Lage, weil man nicht weiß, was dabei rauskommt und was das dann bedeutet für Russlands Agieren in der Zukunft. Mhm. Aber es war vor allem wichtig, dass wir uns koordinieren. Ich habe auch mit dem polnischen Ministerpräsidenten telefoniert, dass wir uns koordinieren und miteinander sprechen, wie wir agieren. Und wir haben uns sehr schnell verständigt, dass wir sehr ruhig bleiben, weil wir nichts zu tun haben mit dem Krieg oder der Auseinandersetzung in Russland, die dort dann stattgefunden hat, dass wir auch in der Sprache das zum Ausdruck bringen und dass wir die Situation ganz sorgfältig weiter beobachten. Mhm. Es gab eine Kritik, gestern Abend haben wir das hier in der Sendung geäußert, der Bundesnachrichtendienst hätte Menschen wie Sie erst ziemlich spät ins Bild gesetzt, also erst am Freitagabend, wo wir das alle schon mehr oder weniger im Netz auch haben lesen können. Also sind Sie zu spät informiert worden? Na,
Wer auf alle Fälle zu spät informiert worden ist, und zwar von seinen eigenen Nachrichtendiensten, ist der russische Präsident. Das gehört ja auch zu den, Besonderheiten. War aber nicht die Frage. Unsere Dienste in Deutschland und anderswo haben versucht, die Situation natürlich immer zu beobachten. In Russland, das tun sie auch. Und haben natürlich das nicht vorher gewusst, jedenfalls nach allem, was wir heute sehen können, dass das jetzt geschieht. Aber sie haben uns dann auch immer weiter berichtet, was zu beobachten ist. Die amerikanischen Geheimdienste wussten angeblich schon Mitte der Woche, dass da was passiert und haben auch nicht informiert. Warum nicht? Das werden wir alles gemeinsam miteinander zu besprechen haben, auch was der Fall ist von den Dingen, die jetzt spekuliert werden. Wichtig ist, dass wir immer versuchen, so viel Informationen zu sammeln wie möglich, weil das ja bedrohlich eskalieren kann. Und deshalb war es wichtig, sich informiert zu halten, was wir gemacht haben, aber auch gleichzeitig miteinander zu besprechen, dass wir sehr ruhig darauf reagieren. Waren Sie selber wirklich ruhig? Viele waren es nicht am Samstag. Russland ist eine Atommacht, das ist ein sehr mächtiges Land. Und deshalb müssen wir immer sorgfältig hinschauen, wenn gefährliche Situationen entstehen. Und das ist eine gefährliche Situation gewesen. Und ob sie schon vorbei ist, da spekulieren viele drüber, das wissen wir auch nicht. Auf alle Fälle wird das sicherlich langfristig auch Auswirkungen haben in Russland. Mhm. Präsident Putin hat sich inzwischen mehrfach zu Wort gemeldet. Er hat es vorgestern auch getan. Er hat darüber gesprochen, wie er den Bürgerkrieg verhindert hat. Und er hat auch den Westen attackiert. Genau dieses Ende, einen Brudermord, wollten die Feinde Russlands. Die Neonazis in Kiew, ihre westlichen Unterstützer und andere nationalistische Verräter. Sie wollen, dass sich russische Soldaten gegenseitig töten. Sie wollen, dass Soldaten und Zivilisten sterben. Sie wollen, dass Russland am Ende verliert, dass unsere Gesellschaft zerbricht und in einem blutigen Bürgerkrieg endet. Hand aufs Herz, haben Sie am Samstag einen Moment lang gehabt, wo Sie sich gewünscht hätten, dass das Putin-Regime zu Ende geht? Das macht gar keinen Sinn, solche Gedanken zu entwickeln und sich damit zu beschäftigen. Wir wissen ja nicht, ob nach Putin jemand kommt, der besser oder schlechter ist. Und die Wagner-Truppe ist eine sehr aggressiv agierende Militäreinheit, überall in der Welt, ganz konkret auch in dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Aber das kann man doch sehen und hören, wenn man dem russischen Präsidenten zuschaut im Fernsehen. Er versucht immer, die Schuld, die Verantwortung für das eigene Handeln auf andere zu schieben. Mhm. Er hat den Krieg begründet damit, dass ihn die Ukraine angreifen wolle. Das hat nie gestimmt. Jetzt hat ja sogar der Putschführer selber gesagt, das ist nie richtig gewesen. Alles eine Lüge. Er hat erzählt, in der Ukraine würden Nazis regieren. Der ukrainische Präsident Zelensky ist aufgewachsen als russisch sprechender Mensch, der jüdischer Herkunft ist, sagt aber, das seien Nazis. Er hat ununterbrochen die These vertreten, als würden große Teile der ukrainischen Bevölkerung unterdrückt. Tatsächlich wollte niemand von ihm befreit werden. Ich glaube, er hat wirklich vor dem Krieg geglaubt, dass da Fähnchen schwenken, einige sitzen würden und auf ihn nur warten. Nichts davon ist passiert. Mhm. Auch diejenigen, die in der Ukraine Russisch sprechen oder Ungarisch, verteidigen ihr gemeinsames Land. Und deshalb ist das immer ein Teil seiner Erzählung, die übertünchen soll, was eigentlich der Fall ist. Nämlich, dass er einen Angriffskrieg begonnen hat, um Territorium zu erobern von seinem Nachbarland. Deswegen haben ja viele, die auch so denken, sich insgeheim gewünscht, das wäre das Ende dieses Regimes. Oder haben Sie gedacht, das, was danach kommt oder das, was überhaupt passiert, ist viel gefährlicher als das Ende eines Regimes von Putin? Ich habe ja eben schon gesagt, das kann man nicht wissen. Und diejenigen, die das alles vorweg wissen, bewundere ich. Ich glaube, dass die das aber tief aus sich herausspüren. Sie haben keine Ahnung, kann man gar nicht haben, ob es nun besser oder schlechter wird. Und das gehört ja auch zur notwendig, klar zu sagen. Wir unterstützen die Ukraine, damit sie sich verteidigen kann. Das Ziel unserer Unterstützung für die Ukraine ist nicht ein Regime-Change in Russland. Sie haben inzwischen sehr viel Erfahrung gesammelt mit diesem Präsidenten in Moskau. In Erinnerung geblieben ist uns allen Ihre Pressekonferenz, die Sie nach einem Treffen am 15. Februar miteinander abgehalten hatte. Das war eine Woche vor Kriegsbeginn. Es ging bei der Frage um eine weitere mögliche NATO-Osterweiterung. Und das hat der Kanzler in der Situation gesagt. Das ist kein Thema, das uns
wahrscheinlich in unseren Ämtern begegnen wird wieder, solange wir sie ausüben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhat, im Amt zu sein, aber ich jedenfalls habe das Gefühl, das könnte länger dauern, aber nicht ewig. Der fand das nicht so witzig, oder? Ich glaube nicht, aber viel wichtiger ist ja das, was ich dann hinterher gesagt habe. Nämlich, dass der eine Vorwand für den Krieg gar nicht stimmt. Dass es nämlich jetzt unmittelbar bevorstünde, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird. Das hatte ich auch schon vorher in der Ukraine gesagt und das ist auch Beschlusslage. Aber er hat ununterbrochen darauf bestanden, dass das ja eine große Gefahr sei. Das würde bald passieren und deshalb müsse er den Krieg führen. Oder müsse etwas tun, damit das passiert, hat er vor dem Krieg gesagt. Und das ist immer nur ein Vorwand gewesen. Das hat nie gestimmt. Macht er das eigentlich? Also ich weiß, dass Sie danach, nach dieser Pressekonferenz, sind Sie ja noch zusammen gewesen und haben gesprochen. Er hat Ihnen was zu trinken angeboten, das konnte man lesen. Aber macht er das in dem kleinen Kreis dann auch bei einem Glas irgendwas? Bleibt er dann bei solchen Behauptungen? Ja. Also ich habe ja, wie Sie gesagt haben, schon sehr viele Stunden mit Putin gesprochen vor dem Krieg, damals in Moskau, aber eben auch seither immer mal wieder. Und das sind oft sehr lange Gespräche gewesen. Aber seine Erzählung, die wir auch öffentlich kennen, die kommt darin immer vor. Also, dass alle anderen schuld sind, dass der Krieg, dass er den Krieg beginnen musste aus Selbstverteidigungsgründen, dass er ja immer friedliebend sei und jeden Tag Frieden schließen würde. Aber natürlich gehört zu den Wahrheiten auch, er stellt sich einen Diktatfrieden vor, wo die Ukraine seine Bedingungen akzeptieren muss. Und dazu zählt eben ein riesiger Landraub. Das kann nicht unsere Unterstützung finden. Das können wir auch nicht akzeptieren. Deshalb ist es eben notwendig, dem Land Ukraine dabei zu helfen, sich zu verteidigen. Ist die Dauer des Verbleibs des Präsidenten im Amt seit diesem Wochenende kürzer geworden? Ihrer Meinung nach ist er geschwächt? Ich glaube schon, dass er geschwächt ist, weil das ja zeigt, dass die autokratischen Strukturen, die Machtstrukturen Risse haben und dass keineswegs er so solide und fest im Sattel sitzt, wie er immer wieder überall behauptet. Aber ich möchte mich nicht an einer Spekulation beteiligen, wie lange er noch im Amt sein wird. Das kann lang sein und auch kurz, das wissen wir nicht. Aber wir müssen darüber reden, was diese Ereignisse vom Wochenende für eine Auswirkung haben auf den Krieg in der Ukraine. Erwarten Sie denn eine Eskalation oder könnte es möglich sein, dass jetzt ein Fenster auch aufgeht für, sage ich mal, die Chance von erfolgreichen Verhandlungen in Richtung Ende des Krieges? Die Grundlage für erfolgreiche Verhandlungen in Richtung Ende des Krieges ist immer, dass Russland akzeptiert, dass es Truppen zurückziehen muss. Denn alles andere wäre ja die Legitimierung dessen, was bisher stattgefunden hat. Mhm. Und deshalb kann das auch nicht hinauslaufen darauf, dass einfach der Krieg da eingefroren wird, wo jetzt die Linie zwischen den verschiedenen Armeen ist. Sondern das muss schon so sein, dass die Bereitschaft Russlands dazu gehört, Truppen zurückzuziehen. Ob das jetzt durch diese Ereignisse leichter wird oder schwerer, kann man nicht wirklich sicher sagen. Mhm. Wichtig ist deshalb, dass die Ukraine ihren Beitrag leistet, damit das möglich wird. Das versucht sie ja mit der gegenwärtigen Offensive. Da werden wir sehen, wie das sich entwickeln wird. Und wir können das tun, indem wir in der ganzen Welt mit sehr vielen sprechen und sie für diese Haltung gewinnen. Nämlich, dass es nicht sein kann, dass einfach der russische Präsident mit seinem Manöver durchkommt. Mhm. Und dass wer Frieden fordert und auch Gespräche immer mitfordern muss, dass es um einen Rückzug von Truppen geht. Und ich habe den Eindruck, dass sogar die Besuche vieler anderer Staats- und Regierungschefs in Kiew und in Moskau dazu beigetragen hat, dass dieses Verständnis wächst. Sie haben ganz am Anfang des Krieges von Sorge vor einem Atomkrieg gesprochen. Ist die Sorge eigentlich ganz weg bei Ihnen? Russland ist eine Atommacht und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir diese Tatsache nie aus den Augen verlieren. Schon, aber ich glaube, dass insbesondere nachdem ich mit dem chinesischen Präsidenten in Peking gesprochen habe und wir beide übereinstimmend erklärt haben, dass der Einsatz von Atomwaffen in diesem Krieg und überhaupt ausgeschlossen sein muss, wir einen wichtigen Pflock eingeschlagen haben. Und es ist dann ja auch kurz danach gelungen, dass bei dem Treffen der G20-Staaten in
Indonesien, das nochmal als gemeinsame Erklärung festgehalten worden ist. Deshalb, glaube ich, haben wir die Situation etwas stabilisiert durch diese gemeinsame Erklärung. Wie kommt diese Gegenoffensive nach Ihrem Eindruck voran? Vielleicht wissen Sie ja mehr als wir, die nur Zeitung lesen können. In den Zeitungen steht, dass es nicht so gut läuft für die Ukraine. Haben Sie mehr Informationen? Wir haben natürlich ein paar zusätzliche Informationen, die uns die Nachrichtendienste liefern und die wir aus unseren eigenen Beobachtungen gewinnen können. Mein Eindruck ist, dass die Ukraine sich sehr sorgfältig vorbereitet hat, dass sie auch genau weiß, was sie tut, was ja immer schon die Voraussetzung dafür ist, dass man Erfolg haben kann. Und auch wenn da jetzt kein großer Durchbruch passiert ist, spricht viel dafür, dass sie gezielt nach Möglichkeiten sucht, die Frontlinie zu verschieben und damit auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass das gelingt, worüber wir eben geredet haben, nämlich dass Bestandteil einer Verständigung über einen Frieden ist, dass Truppen von Russland zurückgezogen werden. Es gibt sehr viel Kritik daran, dass die russische Gegenwart natürlich sehr viel Zeit hatte, sich vorzubereiten, weil die Waffenlieferungen eben anfangs nicht so schnell kamen, wie der Präsident sie immer und immer wieder gefordert hat. Sind Sie mit in der Verantwortung, dass es jetzt so schleppend vorangeht? Nein. Viele Staaten haben der Ukraine geholfen mit finanziellen Mitteln und Waffen. Es geht um die Geschwindigkeit. Und sie haben es auch alle sehr, sehr schnell getan. Und es bleibt ja unverändert eine große Herausforderung, das auch für die nächste Zeit zu organisieren. Mhm. Deutschland ist ja nach den USA mittlerweile der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine. Es geht um die Geschwindigkeit und um die Frage, ob die Dinge zu spät da waren. Darum geht's. Wir haben es sehr schnell gemacht. Das ist meine feste Überzeugung. Und ich glaube auch, dass Deutschland sehr schnell. Insgesamt auch für das, was notwendig ist. Mhm. Und ich bin auch überzeugt, dass die Waffen, die wir geliefert haben und um die wir gebeten waren, recht früh zur Verfügung standen, nach dem Winter, nachdem es überhaupt erst möglich gewesen ist. Und deshalb ist das, glaube ich, schon so, dass da ein großer Beitrag geleistet worden ist, damit die Ukraine diese Offensive organisieren kann. Was mir wichtig ist, ist, dass wir uns die Sache nicht so leicht machen, sondern innerlich darauf einstellen, dass es eben auch noch sehr lange dauern kann. Wie lange? Das weiß ich nicht. Ich sage aber bewusst, wir müssen uns darauf einstellen, dass es lange dauern kann. Weil wenn wir alles, was wir organisieren, so vorbereiten, dass es nur klappt, wenn es in 3 Monaten oder in 6 Monaten zu Ende ist, dann kann es sein, dass wir irgendwann nicht mehr unseren Beitrag leisten können. Mhm. Deshalb bereiten wir uns darauf vor, dass immer hoffend, dass es schneller zu Ende geht, es auch länger dauern kann und wir dann immer in der Lage sind, die Ukraine weiter zu unterstützen. Es gibt morgen ein Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Vielleicht wird da auch über die neue Situation geredet im Zusammenhang mit den Forderungen, den Bitten des Präsidenten der Ukraine, der ja sagt, bitte, wir brauchen jetzt noch mehr, wir brauchen Mittelstreckenraketen, Langstreckenwaffen. Gibt es da morgen einen Beschluss? Sind Sie dafür? Wir werden in Europa jetzt keine substanziellen neuen Sachen beschließen. Das steht gar nicht an. Aber es organisieren alle, dass sie ihre Beiträge auch länger leisten können, so wie ich das eben gesagt habe. Deshalb sind gerade die Mittel, die wir für die militärische, also die finanzielle Unterstützung der, die finanzielle Unterlegung der militärischen Unterstützung der Ukraine aus der Europäischen Union gewährleisten, noch mal aufgestockt worden. Das ist also praktisch schon getan als ganz konkrete Maßnahme, die jetzt in dieser Situation hilfreich ist. Haben Sie was gegen Mittel- und Langstreckenwaffen, die man der Ukraine zur Verfügung stellt? Mit der Gefahr möglicherweise, dass dann eben auch russisches Territorium angegriffen wird damit. Wir haben immer gesagt, der amerikanische Präsident auch öffentlich, dass wir die Ukraine nicht einladen, mit den Waffen, die wir liefern, auf russisches Territorium zu schießen. Und dass wir auch keine Waffen, mit denen das im großen Umfang gelingen kann, liefern wollen. Und das ist das Konzept der amerikanischen Regierung genauso wie bei uns, obwohl wir sehr weitreichende Waffen und sehr wirksame Waffen geliefert haben, sowohl was die Artillerie betrifft und die Mehrfachraketenwerfer, um zwei, die da auch zugehören, um diese Dinge zu benennen, aber auch mit all dem, was wir zur Luftverteidigung zur Verfügung gestellt haben. Das ist ziemlich essentiell, was Deutschland gegenwärtig macht, mit dem Flakpanzer Gepard, mit Iris-T, mit den Patriot-Raketen. Ich weiß, dass Sie alle Waffensysteme einmal aufschlüsseln können, aber ich nehme die Botschaft mit, morgen wird es erstmal keine Beschlüsse dazu geben und weiterhin schauen Sie, dass es lange reicht und eben nicht
kurz alles gibt. Ja, das habe wir ich werden natürlich genommen. Morgen noch mal was zur Ukraine sagen, aber das bewegt sich entlang unserer Beschlusslagen. Ich würde gerne zu den Lehren kommen, die man aus der gesamten Situation ziehen kann. Da geht es auch um die Frage der Abhängigkeit in der Welt. Es gibt jemanden, der schon sehr früh darauf aufmerksam gemacht hat, dass Deutschland sehr abhängig ist von Russland. Er wird Ihnen nicht gefallen, aber er hat es schon 2018 getan mit diesen Worten. Deutschland ist eine Geißel Russlands, weil es so einen großen Teil seiner Energie aus Russland bezieht. Wir sollen also die Deutschen beschützen, obwohl sie ihre Energie aus Russland bekommen. Erklären Sie das. Das lässt sich nicht erklären, das wissen Sie. Donald Trump hatte recht, oder? Nein. Ich will ausdrücklich sagen, nein. Mhm. Das wir uns vorhalten müssen als Land. Das kann ich ganz gut sagen, weil ich den Vorhalt auch früher gemacht habe, ist, dass wir uns nicht in die Lage versetzt haben, jederzeit unsere Lieferquellen neu aufzustellen. Das heißt, es wäre schon gut gewesen, wenn wir wie einige unserer Nachbarländer die Möglichkeit, Gas über Terminals an den norddeutschen Küsten zu importieren, vorher geschaffen hätten. Naja, aber Sie haben ja Sie waren Vizekanzler. Sie haben stattdessen ja wirklich tatsächlich auch noch mal den Ausbau der zweiten Pipeline-Stränge von Russland mitgenehmigt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Sie völlig unbeteiligt waren an dieser massiven Abhängigkeit von Russland. Zunächst mal, wenn es nur ums Genehmigen geht, das ist eine Entscheidung, die viel früher war, aber ich will ja gar nicht so tun, als hätte ich nicht richtig gefunden, dass diese Pipeline auch zu Ende gebaut wird. Was natürlich nicht mehr ging und auch richtigerweise von uns beendet worden ist, als der Krieg begonnen hat. Aber ich will ausdrücklich dazu sagen, dass es schon lange mein Ziel war, und das habe ich als Bürgermeister in Hamburg vorangetrieben und auch als Vizekanzler, dass wir uns an den norddeutschen Küsten Terminals bauen, mit denen wir Gas aus anderen Ländern importieren können. Und weil diese Projekte so weit fortgeschritten waren, in Brunsbüttel, in Stade und in Wilhelmshaven, waren wir auch in der Lage, die in so kurzer Zeit zu bauen, dass wir wirklich schon im letzten Winter die ersten davon eröffnen konnten, was unsere Energiesicherheit jetzt dramatisch verbessert hat. Und das will ich dazu sagen. Wir waren ja nicht abhängig von Russland. Wir haben einen großen Teil unseres Gases aus Russland bezogen. Wir haben Gas aus Norwegen bezogen. Wir haben Gas über die Niederlande bezogen und Gas aus den Niederlanden. Und jetzt haben wir immer noch Norwegen, immer noch die Niederlande. Wir importieren Gas über die westeuropäischen Häfen und die norddeutschen Standorte, die wir neu gebaut haben. Und wir haben es geschafft, das zu ersetzen, was aus Russland gekommen war, nachdem die Gaslieferungen gestoppt worden sind. Niemand hätte damit gerechnet, dass uns das in so kurzer Zeit gelingt und dass wir den letzten Winter ohne Wirtschaftskrise und ohne, dass es kalt geworden ist, durchstanden haben. Das ist wirklich eine große Leistung unseres Landes. Eine Klammer auf und eine Klammer zu. Wenn Donald Trump wieder antritt für das Rennen im Weißen Haus, haben Sie mehr Angst vor Trump oder haben Sie mehr Angst um die Gesundheit von Biden? Ich glaube wirklich, dass Präsident Biden erfolgreich sein wird bei seiner Wiederwahl, weil er nicht nur ein sehr erfahrener Politiker ist, wenn es um die Welt geht, sondern auch jemand, der sich für den sozialen Zusammenhalt seines eigenen Landes sehr einsetzt und damit auch das Richtige will und tut, was man gegen Trumpismus und ähnliche Bestrebungen unternehmen muss. Und haben Sie Angst um seine Gesundheit? Ich habe keine Anzeichen dafür, dass der Präsident sein Amt nicht auch noch die nächsten Jahre weiter gut ausüben kann. Er ist jemand, der auch nach der Auskunft seiner Ärzte, und das wurde ja alles öffentlich gemacht, fit ist für sein Alter. Und die haben keine Zweifel, dass er auch noch eine Amtszeit hinkriegt. Fit für sein Alter ist, glaube ich, das richtige Wort. Lehren, die man aus dieser Abhängigkeit ziehen kann in Bezug auf China, Macron hat einmal gesagt, wir waren naiv im Blick auf China. Er hat gesagt, Europa war ein offener Supermarkt, als China eben Infrastruktur, Technologien gekauft hat. Jetzt gibt es eben diesen Verkauf eines Teils des Hamburger Hafens an eine chinesische Staatsfirma. Ist das immer noch naiv, 2023? Erstmal, was in Hamburg stattgefunden hat, ist der Verkauf einer Beteiligung, einer Minderheitsbeteiligung. Ich weiß, dass Sie das nicht klein machen, aber es ist eine Tür. Es ist keine Tür, es sichert die Tatsache ab, hat sich der Hamburger Hafen gedacht, dass 50% der Importe chinesischer Waren und Container, die nach Europa gehen, über diesen Hafen abgewickelt werden. Und das ist etwas, das seit Jahrzehnten gut funktioniert. Mhm.
die Antwort auf die Frage, die dahinter steckt, ist ja viel wichtiger. Und die Frage, die ich bei Ihnen raushöre, hoffe ich jedenfalls, ist... Ich habe sie auch so gestellt, ob es naiv ist. Tun wir das Richtige, um uns selber durch die Zukunft zu bringen, dass wir nicht abhängig sind von Dingen, die in China entschieden werden oder die andere im Hinblick auf China entscheiden. Ja. Und deshalb bin ich dafür, dass wir nicht mit einem Land, das eine so große Volkswirtschaft hat, keinen Handel mehr treiben, dass es dort keine Direktinvestitionen gibt, dass wir nicht aus dem Land auch was importieren. Wir müssen nur Sorge dafür tragen, dass wir das auch mit vielen, vielen anderen Ländern tun. Und während ganz viele ja gegenwärtig immer glauben, dass die Welt vielleicht vor einem Konflikt USA-China steht, bin ich fest überzeugt, dass die Welt viele mächtige Länder kennen wird, auch in Asien. Und ich will ganz klar sagen, weder Korea noch Japan noch Vietnam noch Indonesien noch Malaysia noch Thailand noch die Philippinen noch Indien werden sich von irgendwem sagen lassen, was sie zu tun haben, weder von China noch von anderen. Und deshalb, glaube ich, können wir unsere eigene wirtschaftliche Sicherheit und unsere Zukunftsfähigkeit besser voranbringen, indem wir eben mit all diesen Ländern gute Handelsbeziehungen haben, indem wir aus diesen Ländern Sachen importieren und indem wir in diese Länder etwas verkaufen. Und genau das macht die deutsche Wirtschaft, das machen wir. Wir nennen das jetzt De-Risking, damit wir nicht naiv sind. Ich weiß, De-Risking statt Decoupling, Worte, die man jetzt gehört hat, das ist sozusagen Ihr Blick auf die multipolare Welt. Ein Satz noch zu China, weil bei China geht es ja immer um die Wirtschaft und um die Werte. Helmut Schmidt, der auch mal Bundeskanzler war von der SPD, der hatte eine klare Meinung dazu und einen sehr eigenen Blick auf China, den hat er einmal auch erläutert in dieser Sendung im Jahre 2008. Es ist eine Mischung zwischen einerseits politischer Diktatur und andererseits einer liberalen Wirtschaftsordnung, eine Mischung, wie es sie sonst auf der ganzen Welt noch nie gegeben hat. Ist Demokratie nicht die beste Staatsform von allen? Für uns in Europa ja, für Asien wahrscheinlich einstweilen noch lange nicht. Warum nicht? Weil sie in der dortigen Kultur nicht angelegt ist. Ohne Zigaretten, würden Sie dasselbe sagen? Nein. Ich habe mich darüber auch mit Helmut Schmidt unterhalten. Und ich will nicht sagen gestritten, das war ein viel zu freundliches Gespräch. Aber wir haben in Hamburg ja sehr oft miteinander zusammengesessen und diskutiert. Und in dieser Frage bin ich anderer Meinung. Ich glaube, dass es nicht richtig ist, zu sagen, dass die Demokratie etwas ist für Europa oder Nordamerika und nicht für die übrigen Länder der Welt. Wir sehen, dass es große Demokratien gibt in Asien, in Afrika, im Süden Amerikas. Und die wollen sich nicht von uns sagen lassen, dass die Demokratie für sie nichts sei. Das ist jedenfalls meine feste Überzeugung. Wo wir wahrscheinlich einer Meinung sind, das ist die Frage, was das für uns bedeutet. Und das habe ich vorhin ja schon mal mit dem Wort Regime Change gesagt. Also ist es unsere Aufgabe, Regierungswechsel in anderen Ländern von außen mit Gewalt durchzusetzen? Nein, ist die Antwort. Und Präsident Biden hat das ja auch nach dem Ende des Afghanistan-Engagements der USA als klare Botschaft für sein eigenes Land auch formuliert. Die Frage, wann und wie sich Länder in Richtung Demokratie entwickeln, müssen sie selber entscheiden. Wir müssen aber immer klar sein, wir sind die Partei der Demokratie und wir stehen auf der Seite derjenigen, die Demokratie auch für sich erreichen wollen. Und dann am Ende doch für die beste Staatsform für die ganze Welt halten. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Demokratie zu unserem Menschsein dazugehört, dass es eine Weiterentwicklung unseres Miteinanders ist und dass wir in der Demokratie als freie Menschen besser leben. Ich habe ein paar Themen, die wir heute nicht in langen Sätzen unterbringen, aber vielleicht in Satzvervollständigungen. Darum würde ich jetzt bitten, dass Gespräche zwischen der letzten Generation und Journalisten abgehört wurden. Werden diejenigen, die das entschieden haben, sicherlich rechtlich sorgfältig erwogen haben. In Bayern. Dass die Bahngewerkschaft zur Urlaubszeit zum Streik aufrufen könnte. Wir haben Tarifautonomie und es gehört sich nicht, dass der Staat das kommentiert. Sie können ja als Bahnbürger, Bahnnutzer was dazu sagen. Ich wünsche mir, dass die Tarifparteien eine Verständigung finden und es dadurch nicht passiert.
Wenn ich die Wahl hätte zwischen Friedrich Merz und Henrik Wüst als möglichen CDU-Herausforderer? Ich bin schon vor der letzten Bundestagswahl mit der Aussage, ist mir ganz egal, gut gefahren. Das ist aber grammatikalisch jetzt nicht richtig, ne? Gut, aber inhaltlich. Gut. Mein letztes Telefonat mit Angela Merkel war? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, vor ein paar Monaten. Aber wir reden immer mal wieder miteinander und auch mal in kurzer Reihenfolge und dann wieder länger nicht. Vor ein paar Monaten. Meine Silberhochzeit in diesem Jahr werde ich? Ja, feiern, aber es ist Parteitag. Ihre arme Frau. Ja, das ich auch. Wir haben das sehr bedauert, aber werden schon was machen. Man kann auf Parteitagen so schön feiern, ne? Das ist aber nicht der Plan. Das werden wir schon anders nochmal gemeinsam hinkriegen. Das beste Buch, das ich je gelesen habe? Weiß ich nicht. Ich lese gerne viele Bücher und deshalb wechselt die Antwort auf diese Frage ständig. Mit Hansi Flick als Trainer wird die Nationalelf bei der Europameisterschaft in Deutschland? Hoffentlich erfolgreich sein. Im Übrigen zähle ich nicht zu denjenigen, die glauben, dass sie bessere Trainer wären als der Bundestrainer. Ein Kanzler mit Gedächtnislücken ist? Unvermeidbar. Alle haben welche. Ich kenne keinen Menschen, der keine hat. Na gut, bei manchen fällt das mehr ins Gewicht als bei anderen. Also was haben Sie mit 7,5 gemacht? Naja, nee, Sie wissen, worauf das anspielt. Ich weiß, worauf Sie angespielt haben. Trotzdem habe ich Ihnen Ihre Frage beantwortet. Hätten Sie gerne einen Kanzler mit Gedächtnislücken in wichtigen Fragen? In Fragen, die ganz wichtig sind, sollte man das alles zusammenhalten, insbesondere seine eigenen Entscheidungen kennen. Dass ich als Kanzlerkandidat versprochen habe, genauso viele Frauen wie Männer im Kabinett zu haben? War mir wichtig, deshalb haben wir das Kabinett so gebildet und gegenwärtig ist das Verhältnis nicht ganz so. Deshalb werden wir das bei der nächsten passenden Gelegenheit sicherlich wieder hinkriegen. Wann ist denn die nächste passende Gelegenheit? Hoffentlich dauert es lange. Ich habe gute Ministerinnen und Minister. Ja, mit Verlaub. Dann wird das mit der Parität ja nicht 7 Frauen, 9 Männer und ein Kanzler. Wenn ich Sie jetzt als Mann nicht dazu zähle, stimmt es einfach wirklich nicht, ne? Sie haben darauf mal Ihr Wort gegeben. Ich habe das ja auch so, das Kabinett so zusammengesetzt. Und Sie wissen, dass es einen Wechsel im Verteidigungsministerium gegeben hat. Ich finde, dass das eine gute Entscheidung war, Boris Pistorius zum Verteidigungsminister zu machen. Wir sind dabei jetzt bei der Innenpolitik angelangt. Sie haben bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages, als diese Regierung gestartet ist, einen sehr interessanten Satz gesagt. Den wollen wir uns einmal noch mal gemeinsam anhören. Es geht uns nicht um eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern um eine Politik der großen Wirkung. Jo, und jetzt sind Sie angelangt beim kleinsten gemeinsamen Nenner? Nein, wir sind angelangt bei der großen Wirkung. Allerdings ist es so, dass wir auch für mein Verhältnis manchmal sehr lange laut allen mitteilen, wie darüber diskutiert wird. Im Ergebnis sind aber mehr Entscheidungen getroffen worden als in vielen, vielen Jahren davor. Und zwar alle die, die dafür notwendig sind, dass unser Land modernisiert wird, dass wir eine gute wirtschaftliche Zukunft haben und dass wir CO2-neutral wirtschaften können. Und das haben wir in einem Tempo hingekriegt, dass ich mir zwar trotzdem wünsche, dass das manchmal etwas geschmeidiger gegangen wäre, aber das Tempo haben wir gehalten. Das Heizungsgesetz ist mit einem sehr, sehr großen Streit verbunden, jetzt erstmal dahin gekommen, wo es ist. Viele sagen, es ist der kleinste gemeinsame Nenner. Wird er denn jetzt verabschiedet nächste Woche? Davon gehe ich aus. Es hat eine Verständigung gegeben, jetzt auch unter den Fraktionen über die konkrete Fassung des Gesetzes und wie wir vorgehen. Und ich glaube, dass das ein gutes Gesetz ist, das ja einfach sich mit der Tatsache auseinandersetzt, dass wir alle wissen, wenn wir 2045 klimafreundlich leben wollen und klimaneutral wirtschaften wollen, dann müssen wir jetzt Entscheidungen treffen, die das möglich machen. Und gleichzeitig ist es völlig in Ordnung, wirklich mit großem Engagement darüber nachzudenken, wie das gelingen kann, ohne dass die einzelnen Bürgerinnen und Bürger dabei überfordert sind. So, von beiden Seiten kriegen Sie massive Kritik. Also diejenigen, die aufs Klima achten, zum Beispiel Greenpeace, sagen nach dem Gesetz, also mit diesem Gesetz, also mit dem aufgeweichten Heizungsgesetz, rückt das Erreichen der Regierungsziele beim Klimaschutz in Weite. Haben die einfach recht? Nein. Sie glauben, dass Sie klimaneutral werden 2045 mit diesem Gesetz? Unter anderem mit diesem Gesetz und vielen anderen Gesetzen. Und das, wenn Sie mir das gestatten, möchte ich einfach mal sagen, weil wir eben über Modernisierung gesprochen haben. Wir haben sehr viele Gesetze beschlossen und Maßnahmen ergriffen, damit wir tatsächlich 80% unseres Stroms 2030 aus erneuerbaren Quellen, also Windkraft auf hoher See, an Land und Solarenergie beziehen können. Wir haben entschieden, dass wir wasserstofffähige
Gaskraftwerke in großer Zahl errichten werden für die 30er Jahre. Die Sache wird in diesem und Anfang nächsten Jahres auf den Weg gebracht, damit das auch klappt. Wir planen das Endausbaustadium des Stromnetzes für 2045, wo wir dann nicht wie heute 650 Terawattstunden Strom verbrauchen werden, sondern wahrscheinlich 1000. Und das bedeutet auch, dass wir rechtzeitig anfangen mit den Stromautobahnen quer durch Deutschland. Wenn wir da früher schneller gewesen wären, hätten wir schon mehr erreicht. Wir werden dieses Jahr alle notwendigen Entscheidungen treffen, um ein Kernnetz für Wasserstoff zu schaffen, damit das funktioniert, wenn Unternehmen sich darauf setzen. Von Zahlen und Fakten. Und weil Sie sind, haben Sie mal ausrechnen lassen, was tatsächlich dazu gehörte, um dahin zu kommen, wo die Klimaneutralität ist. Ab und zu sagen Sie es auch in Teilen. Sie haben zum Beispiel gesagt, man braucht täglich 4 bis 5 neue Windräder an Land. Man braucht täglich 43 Fußballfelder Photovoltaik pro Tag, neue Fußballfelder. Also bei den Windrädern sind wir gerade bei, ich glaube, 1,4 Windrädern am Tag. Also in dem Tempo weitergeschrieben wird das natürlich nichts. Wann wollen Sie denn dann den Rest bauen? In den nächsten Jahren bis 2030, was die 80% Strom aus erneuerbaren Quellen betrifft. Und dann weiter. Nicht ein... Also nicht 5 am Tag baut, sondern 1 müssen Sie ja dann irgendwann mal 10 am Tag bauen. Genau, deshalb machen wir das jetzt auch so, dass wir das aufschreiben. Wir haben ein Monitoring begonnen. Aha. Was heißt das für ganz Deutschland? Was heißt das pro Bundesland? Und wir werden dieses Monitoring wie ein ordentliches Unternehmen mit allen teilen und sagen, ihr müsst noch zulegen. Und wer in dem einen Jahr weniger macht, muss in den nächsten Jahren mehr machen. Aber Voraussetzungen dafür muss man schaffen, da muss man sich mit unglaublich vielen anlegen. Wenn man so dahin sagt, die Genehmigung für eine Windkraftanlage kann nicht 6 Jahre dauern, dann stimmen alle zu. Wenn man dann lauter Gesetze ändert, dass es in 2, 3 Jahren und vielleicht auch noch schneller geht, dann sind einige ganz schön angefasst. Wenn wir sagen, wir wollen nicht, dass diese Stromautobahnen erst in den 30er Jahren fertig werden, sondern wir wollen dieses Jahr und nächstes Jahr und das Jahr darauf die meisten Genehmigungen erteilen, dann müssen wir Gesetze ändern, damit das anders läuft als bisher. Und das haben wir gemacht und da sind wir dabei. Gut, Sie regieren ja nicht bis 2030, es sei denn, Sie gewinnen die nächste Wahl. Wie weit sind Sie denn am Ende Ihrer Legislaturperiode? Wie viele Windkrafträder werden da am Tag gebaut? Worauf können wir Sie festlegen? Ich will erreichen, dass wir dieses Tempo dann auch schon geschafft haben, über das Sie eben berichtet haben. Das heißt also, die 4, die heute nicht gebaut werden, werden dann bis zum Ende der Legislaturperiode... Bis zum Ende, also die 4 bis 5 pro Tag brauchen wir. Und wenn wir jedes Jahr, wo wir diese Zahl noch nicht erreichen, erhöht sich die Zahl, die in den Folgejahren erreicht werden muss. Aber auf die Frage, werden wir das schaffen, dass wir das Tempo, das wir benötigen, bis zum Ende der Legislaturperiode erreicht haben? Ja. Das Deutschlandtempo. Das Deutschlandtempo, das jetzt, eben auch dafür gilt. Wir schaffen das, ja? Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Man könnte auch im Zwischenergebnis sagen, die einen befriedigen sie nicht, nämlich die Greenpeace-Seite. Bei den anderen bleibt der Eindruck, hängen sie, überfordern die. Es gibt AfD-Umfragen jetzt bei 20%. Am Sonntag wurde zum ersten Mal ein AfD-Politiker Landrat in Sonneberg in Thüringen. Der unterlegene Kandidat der CDU hat eine Erklärung für seine Niederlage. Es ist leider keine Personenwahl gewesen, wie Landratswahlen oder Bürgermeisterwahlen bisher immer waren. Es ist eine reine Parteienwahl geworden. Und was uns auf die Füße gefallen ist, ist wirklich die unsägliche Politik der Bundesregierung. Vielen Dank. Sagen Sie, Jürgen Köpper, Sie haben nicht recht? Er hat nicht recht. Und das will ich ausdrücklich sagen. Dass die Herausforderung, vor der wir in dieser Hinsicht stehen, ist tiefer. Und wenn Sie mir das gestatten, will ich das kurz sagen, wie ich das sehe. Mhm. Wir haben in Ländern, wo die übrige Welt denkt, haben die überhaupt Probleme? Rechtspopulistische, schlechte Laune-Parteien in Norwegen und Dänemark seit vielen Jahrzehnten, jetzt auch in Schweden und Finnland. In Niederlanden ist das seit vielen, vielen Jahren der Fall. In Hamburg hatten wir mal eine Schill-Partei, die hatte fast 20%, ist dann wieder verschwunden. Wir haben in Österreich solche Parteien. Und wir haben den Brexit in Großbritannien, wir haben Trump in den USA, wir haben vorhin darüber gesprochen. Und ich glaube, es ist was los, worüber man offen reden muss. In den reichen Ländern, in Europa und Nordamerika, sind sich nicht alle sicher, ob angesichts all der Veränderungen die Zukunft auch auf ihrer Seite sein wird. Und deshalb, finde ich, müssen wir einmal darum kämpfen, dass wir in Europa, dass wir in Deutschland klarstellen für alle in diesem Land, egal was sie an Beruf haben, welche Tätigkeiten sie verrichten, dass es eine gemeinsame Zukunft, in der man selbst vorkommt, in der man selbst gut zurechtkommt, gibt. Und das ist der eine große Kampf,
schaffen wir eine gute Zukunft. Und deshalb sage ich auch sehr klar, wir werden gute industrielle Arbeitsplätze, wir werden eine starke Wirtschaft haben und trotzdem CO2-neutral wirtschaften. Und auch wenn in der Welt 10 Milliarden Menschen leben und Milliarden Menschen anderswo in der Welt in die Mittelschicht aufsteigen, was wir uns wünschen, bedeutet das nicht, dass wir in Deutschland ein schlechteres Leben führen. Das ist der eine Teil. Mhm. Und der zweite Teil, der ganz wichtig ist und um dem wir wirklich ringen müssen, ist, dass wir Respekt haben voreinander, auch Respekt vor den Leistungen, dass jeder sicher weiß, jede sicher weiß, was ich tue, darauf kommt es auch an. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich in Deutschland für einen höheren Mindestlohn eingesetzt habe und wir das letztes Jahr auch umgesetzt haben. Ja. Das ist der Grund, warum ich mich für bessere Tariflöhne einsetze. Und das ist der Grund, warum ich möchte, dass wir unser Land so organisieren, dass alle sich sicher sind, dass wenn Politik gemacht wird, es auch um sie geht. So, genau. Alles, was Sie bisher gesagt haben, haben Sie genauso im Wahlkampf gesagt. Seitdem gehen nicht nur die Zustimmungswerte, nachdem Sie die Wahl gewonnen haben, für Sie runter, sondern es gibt eben eine Partei, die stärker wird. Also wenn Sie in der Theorie recht haben, dürfte das nicht passieren. Ich zitiere noch jemand, der das Gefühl hat, dass die Art, wie die Ampel regiert, und auf die kommt es dann an, einen Einfluss hat auf diese Wahlen. Das ist ihre Parteivorsitzende Saskia Esken. Die hat nach dem Sieg in Thüringen gesagt, die Ampel hat ihre Politik in letzter Zeit zu wenig erklärt, nicht gut organisiert, zum Beispiel beim Heizungsgesetz. Und das ist ihre Verantwortung. Sie sind derjenige, der kommuniziert, der organisiert. Sie haben den Streit lange laufen lassen, anstatt dass Sie da mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Ich bringe ständig Ordnung in alle möglichen Streitereien. Aber ich stimme Ihnen zu, dass dieser Eindruck da ist. Und das ist ja nicht gut, das habe ich vorhin schon gesagt. Aber ich will sehr klar sagen... Es ist kein Eindruck, es könnte ja auch was dran sein, dass es eine Reaktion darauf ist, dass eine zerstrittene Regierung, bei der die Bürger das Gefühl haben, dass die sich einfach nicht zusammenfinden können, jedenfalls nicht, ohne sich auch öffentlich anzupöbeln, dass das keine Erfolgschancen für diese Regierung bei der nächsten Wahl schafft. Ich bin ganz zuversichtlich, was die nächste Wahl betrifft. Aber davon einmal abgesehen, will ich Ihnen sehr klar sagen, dass ich glaube, dass man die Dinge nicht vermischen muss. Ja, Sie haben recht, ich stimme Ihnen zu, dass wenn so ein Streit so lange öffentlich ausgetragen wird, das keinen guten Eindruck macht. Und selbstverständlich wird sich das niederschlagen. Aber wenn man jetzt den Eindruck erweckt, dass das, was einige dazu motiviert, AfD zu wählen, das als Ursache hat, dann macht man sich das Thema doch ein bisschen sehr, sehr leicht und geht, glaube ich, vielleicht von der wirklichen Herausforderung weg, die da besteht. Und die habe ich versucht zu beschreiben. Gut, dann kommen wir zu der zweiten. Antwort natürlich auch ist, auf das, was Sie eben gesagt haben, nee, das läuft nicht, indem man einmal auf einen Knopf gedrückt hat und dann ist alles anders, sondern das muss kontinuierlich, Jahr für Jahr, viele Jahre die Politik sein, damit alle Bürgerinnen und Bürger sich sicher sind, es geht um ihre Zukunft und sie sind es, um die es geht, auch wenn es um ihre eigenen Lebensperspektiven und Möglichkeiten geht. Respekt ist das Wort, was Sie dann jetzt wieder genannt haben und im Wahlkampf. Und da kann man sich auch schon fragen, also die Bürger fühlen sich zum Teil wirklich alleine gelassen. Einerseits sollen sie eben Lasten schultern für zum Beispiel das Ziel einer klimaneutralen Zukunft. Und auf der anderen Seite fühlen sie sich alleine gelassen, zum Beispiel bei der Inflation. Die ist hoch. Es gibt Nachbarländer wie Frankreich, die haben die Preise für Lebensmittel einfach gedeckelt im Supermarkt. Oder Spanien. Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ausgesetzt. Eine einfache Maßnahme, wo sie sofort signalisieren könnten, wir denken auch an die, die kein Geld oder wenig Geld in der Tasche haben. Wir haben richtig viel Geld, 200 Milliarden Euro investiert, um die Preise bei Gas und bei Ölheizung und bei all dem, was die Leute gemacht, der bekommen. Ihnen zugute gekommen ist und mir. Die auch all den Leuten geholfen haben. Und deshalb will ich sagen, ja, dass wir wirtschaftlich und sozial durch diese Zeit gekommen sind. Das hat was damit zu tun, dass wir viele, viele zusätzliche Schulden gemacht haben. Jetzt reden wir erst während der Corona-Krise und dann, um jetzt die Auswirkung des russischen Krieges und die fehlenden Gasimporte auszugleichen. Wir reden über die Inflation. Das waren viele hundert Milliarden und ich finde, das war eine richtige Entscheidung. Wir reden über die Inflation. Sie ist immer noch hoch. In Spanien zum Beispiel, wo eben dieser Mehrwertsteuersatz auf Grundnahrungsmittel gesenkt wurde, ist die Inflation dann gesunken von 5 auf jetzt 3%. Wir sind immer noch bei 6. Also Sie könnten etwas daran machen. Wir könnten etwas daran machen, indem wir dafür sorgen, dass die Preise sinken in diesem Bereich. Das heißt, dass wir dafür sorgen, dass die Lieferketten wieder funktionieren, dass wir dafür Sorge tragen, dass wir die
Energiepreise runterkriegen. Beides haben wir gemacht und wir sorgen natürlich auch für eine klare Politik der Zentralbank. Und nein, ich bin nicht Ihrer Meinung, dass Mehrwertsteuersenkungen die Inflation dauerhaft bekämpfen. Denn man muss das ja hinterher wieder anheben und dann gibt es wieder nach oben. Und deshalb sage ich Ihnen ausdrücklich, das ist nicht der Weg, wie das funktioniert. Und vielleicht darf ich das sagen, wir werden ja viele hunderte Milliarden zusätzliche Schulden für den Bundeshaushalt gemacht haben, um zwei Krisen hintereinander zu bekämpfen. Und da ist das, glaube ich, schon so, dass man die richtigen Entscheidungen treffen muss. Ich fand, das waren die richtigen. Mindestlohn haben Sie auch erwähnt. Der Mindestlohn ist gerade durch die Kommission, die dafür zuständig ist, angehoben worden um einmal 40 Cent in diesem Jahr und ich glaube noch mal 40 Cent im nächsten Jahr. Dann steigt er um 80 Cent. Normalerweise treffen das Arbeitgeber, Arbeitnehmer zusammen. In diesem Fall haben die Arbeitgeber die Arbeitnehmerseite einfach überstimmt. Glauben Sie, dass die Menschen, die dann das Gefühl haben, da wird nicht für uns etwas getan, dass die nicht im Recht sind? Erstmal, ich habe mich dafür eingesetzt und es auch durchgesetzt, dass wir eine massive Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro bekommen. Ohne die Kommission, das Recht. Und ich habe vorher schon mit dafür gekämpft, mit meiner Partei, dass wir überhaupt einen Mindestlohn in Deutschland bekommen. Als wir das damals machten, war das eine Gehaltserhöhung für 6 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Jetzt die Erhöhung auf 12 Euro war nochmal eine, die etwa die gleiche Größenordnung von Bürgerinnen und Bürgern unmittelbar mit einem besseren Gehalt versehen hat. Aber wir haben gleichzeitig gesagt, dass die Erhöhungsentscheidung danach wieder von der Kommission getroffen werden sollen. Das ist jetzt passiert. Das ist jetzt passiert. Erstmals aber gegen die Arbeitnehmerseite, ja, nicht im Konsens. Finden Sie das denn okay, die Höhe? 12,80 Euro, was dann ist? Ich persönlich bin der Meinung, dass Deutschland zu Recht in Europa mit vorne liegt, was den Mindestlohn betrifft. Ich glaube, es sind noch Luxemburg und die Schweiz, wo das im Regelfall höher ist. Aber dass wir da vorne anliegen, ist richtig. Ich bin auch für Erhöhung. Hätte mir auch persönlich eine bessere Erhöhung jetzt vorstellen können. Aber ich verteidige noch mal die Entscheidung, dass wir sagen, einmal machen wir das so, dass wir einen substanziellen Schritt per Gesetz machen und danach soll wieder die Kommission entscheiden. Und auch da will ich Ihnen gerne recht geben. Es ist ein guter Rat, sich zu einigen und es möglichst im Konsens zu tun. Sie könnten auf der anderen Seite Signale setzen. Zum Beispiel, wenn es um die eigenen Prämien gibt. Es gibt eben eine Tarifentscheidung, die dazu führt, dass Sie als Bundeskanzler alle Minister im Kabinett 3.000 Euro Inflationsprämienausgleich, heißt das, glaube ich, bekommen. 3.000 Euro brauchen Sie nicht. Wir brauchen das vermutlich beide nicht. Verzichten Sie darauf? Also ich bin wie Sie jemand, der das nicht braucht. Und ich krieg's auch nicht, also außer... Weiß ich jetzt nicht, wie es bei Ihnen geregelt worden ist, aber Freiberuflerin, aber viele von denjenigen, die in den Fernsehsendern arbeiten, haben wahrscheinlich aufgrund der tariflichen Vereinbarung davon auch Gebrauch gemacht. Verzichten Sie, um ein Signal zu setzen, wenn der Mindestlohn da ist, wo er ist, wenn die Inflation da steht, wo sie ist? Ich persönlich brauche das nicht und überlege mir, was ich damit machen werde. Aber es ist ein Verfahren, das dem Gesetz folgt. Und das ist so, dass jetzt einfach das, was übertragen wird, was für den ganzen öffentlichen Dienst gilt. Und wir haben in der Regierung verabredet, dass jeder für sich, wenn es dann soweit ist, eine Entscheidung trifft. Und Sie haben die Entscheidung jetzt hier noch nicht getroffen? Ich brauche es nicht, wie Sie richtig gesagt haben. Und Sie spenden es dann? Ich werde das verwenden für gute Zwecke. Zweites Signal hier war vor einigen Wochen, weil es ja darum geht, dass alle Ministerien kürzen, sparen müssen. Und da saß der Bundesfinanzminister auf diesem Stuhl. Der hat einen klasse Vorschlag gemacht, der Sie betrifft. Wir gucken rein. Ich glaube, dass in Zeiten von mehr Homeoffice und ortsflexiblem Arbeiten mindestens 800 Millionen Euro teurer Neubau neben dem Kanzleramt entbehrlich ist. Und Sie bleiben beim Ausbau. Das wäre auch ein Signal zu sagen, etwas, was mindestens 800 Millionen teuer wird, darauf verzichte ich. Das ist ja eine Entscheidung, die früher getroffen worden ist, in der es darum geht, Bürogebäude zu errichten, weil die Büros des Kanzleramtes über die Stadt verteilt sind. Und diese Entscheidung jetzt zu beenden, Verträge nicht durchzuführen, die getroffen worden sind. Das ist sehr schön. Also rechts im Bild ist das, was schon da ist. Links im Bild auf der anderen Seite der Spree ist der Erweiterungsbau auch sehr freizügig geplant, luxuriös könnte man sagen. Um von Signalen zu reden. Ja, aber es geht manchmal auch um Signale, die einfach lauten, dass ein Staat Entscheidungen, die er getroffen hat, auch fortführt. Da wird in den nächsten Jahren gebaut. Ich glaube, das ist in 7 oder 8 Jahren fertig. Und dann wird es auch benutzt werden können.
Und es hängt natürlich auch ein bisschen Aufträge von Unternehmen daran, die das jetzt schon lange bei sich eingeplant haben, das zu errichten. Wenn in Deutschland jetzt überall aufgehört wird zu bauen, dann haben wir eine echte Wirtschaftskrise. Und wir werden Straßen bauen, wir werden Eisenbahnen bauen, wir werden wenn Sie noch alles Mögliche machen. Herzlichen Glückwunsch. Bei uns fehlen die immer im Bau. Deshalb haben wir ja auch extra für Sie ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemacht, das neben einer besseren Ausbildung dafür sorgt, dass wir mehr Arbeitskräfte haben. Das bringt mich zu einem Thema, das die AfD wiederum sehr auf die Palme bringt, nämlich das genau der Migration und der Flüchtlingszahlen in Deutschland. Es gab eben einen EU-Entscheid. Die Bundesregierung hat den für gut geheißen und mitgemacht. Wir bauen jetzt Außenzentren an den Grenzen der EU. Dort eben soll über die Verfahren entschieden werden. Es gab so einen Vorschlag schon mal auf dem Tisch 2015 zuletzt. Das war damals für die SPD ein rotes Tuch. Heute, sagen Sie, ist der Druck so hoch, dass man das machen muss? Wir machen eine sehr nach vorne gerichtete Politik, was Migration betrifft. Da, wo wir Fachkräfte brauchen für unseren Arbeitsmarkt, haben wir uns jetzt das modernste Recht der Welt geschaffen, sodass unsere Renten in Zukunft bezahlt werden können, die Betriebe, die Arbeitskräfte finden, die sie brauchen. Und weil jetzt viele, die so um die 60 sind, demnächst in Rente gehen, werden uns 7 Millionen Arbeitskräfte die nächsten Jahre fehlen. Da müssen wir was tun durch Schaffung von Möglichkeiten für alle, die hierzulande aufwachsen, dass sie gut ausgebildet werden, dass sie gute berufliche Möglichkeiten finden, dass Familie und Beruf besser vereinbar sind, sodass Frauen und Väter, Mütter und Väter berufstätig sein können. Aber wir brauchen auch das. Wir sorgen für ein neues Staatsangehörigkeitsrecht. Und wir verfolgen alles, wir sind weiter dabei, humanitär denjenigen Schutz zu gewähren, die vor Verfolgung fliehen, auf die eine oder andere Weise, die sie bedroht. Und das ist etwas, was klar ist. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir schon seit langem darum ringen, dass es in Europa solidarisch zugeht, wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht. Denn das heutige System ist völlig absurd. 80% der Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen, und da meine ich jetzt nicht die ukrainischen Flüchtlinge, sondern die übrigen, 80% von denen sind nicht registriert. Das heißt, die waren schon mal irgendwo in Europa und hätten dort eigentlich ihren Asylantrag stellen müssen, um sich um Schutz zu bitten. Das ist aber nicht passiert, sondern sie sind irgendwann bei uns aufgetaucht. Was wir jetzt verabredet haben, ist, dass Flüchtlinge registriert werden und auch die Länder an den Grenzen aktiv dabei mithelfen, was für uns ein Vorteil ist. Dass zweitens wir im Gegenzug akzeptieren und zusagen, dass diejenigen, die dort registriert werden, dann auch solidarisch von anderen Ländern mit aufgenommen werden, sodass das nicht alleine Italien, Griechenland, Spanien, Portugal oder wenn es über die Balkanroute geht, die Länder sind oder wenn es über Belarus und Polen wäre, sondern dass wir das schon als gemeinsame Aufgabe betrachten. Und dieser Solidaritätsmechanismus, das ist der Kern des Beschlusses. Ich zitiere zwei Staatschefs dazu. Der erste sind Sie. Sie haben nach der Einigung mal einen Satz gemacht. Sie haben die deutsche Position deutlich gemacht. Der ist von sehr vielen Menschen etwas eigenwillig aufgenommen worden. Ich habe schon den Witz gemacht beim Europäischen Rat. Deutschland muss einen großen Strand am Mittelmeer haben, denn tatsächlich kommen mehr Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa kommen, in Deutschland an, als in den Mittelmeeranrainerländern im Einzelnen. Es gibt eine Influencerin, SPD-Mitglied Lilly Blauzon, die sagt, so sollte ein sozialdemokratischer Bundeskanzler niemals über Menschen sprechen. Kein Thema für Witze? Ich habe ja nicht über Menschen gesprochen, sondern über die Tatsache, dass das ja ein Fakt ist, dass ganz viele von denjenigen, die das Mittelmeer überqueren, sehr, sehr viele auch in Deutschland ankommen. Wenn sie nicht vorher untergehen und auf dem Meeresgrund liegen. Das ist ein schlimmes, großes humanitäres Problem, wo wir uns auch gemeinsam in Europa drum kümmern müssen und ich auch alles tue, damit das gelingt. Aber ich finde, das Schlimmste, was man machen kann, ist, um die Dinge rumzureden und zum Beispiel zu verschweigen, dass es so ist, wie ich eben gesagt habe, dass die allermeisten derjenigen, die hierzulande ankommen, ja nicht irgendwie in Deutschland an die Grenze kommen zuallererst, sondern woanders schon waren, in der Europäischen Union. Wir haben gar keine Außengrenze. Trotzdem könnte man das vielleicht als ein Thema nehmen, wo man
keine Scherze macht, aber gut, das war nur ein Vorschlag. Der zweite Staatschef, den ich gerne zitieren möchte, ist Viktor Orban. Der hat jetzt gerade gesagt, wahrscheinlich mögt ihr Deutschen die Migration. Ihr seid stolz darauf, ein Land von Neuankömmlingen zu werden. Ganz klar, der Mann hat recht. Der Mann lobt die USA und er lobt Deutschland, wenn er das so sagt. Und ich will das sehr klar sagen, unser Wohlstand ist deshalb so groß, weil wir das in den 50er, 60er Jahren hinbekommen haben mit den vielen, die aus Griechenland, aus Italien, aus Spanien, Portugal, aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus der Türkei und aus Tunesien gekommen waren, was die Hauptherkunftsländer waren seinerzeit. In Osten Deutschlands sind es viele Vertragsarbeiter aus Vietnam gewesen. Auch bei uns waren noch viele andere, die dann auf andere Weise Deutschlands Wohlstand mit geschaffen haben. Und heute ist es so, dass etwa ein Viertel der deutschen Bevölkerung Frauen, Männer und Kinder sind, die entweder hierzulande geboren, die entweder nicht hierzulande geboren wurden oder wo ein Elternteil woanders geboren worden ist. Und das ist auch gut so. Wenn es nicht so wäre, wenn Deutschland kein Hoffnungsland wäre, wären wir heute viel ärmer und unser Wohlstand wäre viel geringer. Und ich glaube, dass das die Grundlage ist, dass wir da weltoffen sind, dass wir unseren Wohlstand auch für die Zukunft sichern können. Es gibt manche, die sich ein bisschen lustig machen über die Art und Weise, wie sie kommunizieren. Der Mann, der hier vor ein paar Wochen saß, hat sich zwar nicht lustig gemacht, Christian Wulff, der ehemalige Bundespräsident, aber er hat so seine eigene Theorie, woher das kommt. Der ist nämlich in Osnabrück aufgewachsen, wo Olaf Scholz auch geboren ist. Und Christian Wulff meint, er hätte da bleiben müssen. Wenn Olaf Scholz etwas länger in Osnabrück geblieben wäre und nicht gleich nach der Geburt nach Hamburg gegangen wäre. Und wenn der bei uns auf die Schule gegangen wäre. Ich glaube, den hätten Boris und ich noch zum Reden gebracht. Boris und ich? In diesem Fall Boris Pistorius. Mit dem ist nämlich Christian Wulff auf die Schule gegangen. Also die beiden hätten Sie zum Reden gebracht. Ich bin wahrscheinlich der Regierungschef in Deutschland, der am meisten kommuniziert. Aber es ist natürlich eine Frage. Wie? Nicht nur wie, darüber kann man rechten, auch mit mir, da habe ich gar kein Problem mit. Mhm. Aber auch eine Frage, in welchen Zeiten das jeweils stattfindet. Und deshalb glaube ich, sind wir schon in Zeiten, in der eigentlich alles jeden Tag nochmal gesagt werden muss, weil ja so viele Dinge sich ändern. Ja. Und da möchte man genau Bescheid wissen. Ich jedenfalls kann für mich sagen, dass ich das auch weiter so halten werde, dass ich viele, viele Bürgergespräche mache, wo die Leute, die Bürgerinnen und Bürger mich befragen, dass ich in vielen öffentlichen Diskussionen also, Fragen ermögliche. Christian Wulff einfach dass nicht recht. Der reden halte Sie, ohne Ende. Im Herzen sind Sie ein Osnabrücker geblieben. Sie reden einfach. Ich bin ein Hamburger, da bin ich aufgewachsen. Und Sie sind da zur Schule gegangen in Hamburg. Ihr Vater Gerhard hat über Ihre Schulzeit den Satz gesagt, Olaf war als Kind ein Besserwisser. Gilt das im Hause Scholz eigentlich als Kompliment? Weiß ich nicht. Aber wie klingt es in Ihren Ohren? Nicht ganz so. Waren Sie ein Besserwisser als Kind? Ich fürchte. Ich fürchte. Wie kommt das? Weiß ich nicht. Sehen Sie, der Wulff hat recht. Weiß ich nicht. Also Sie müssen auch Comics gelesen haben. Sie reden manchmal so in Comicsprache. Also so der Doppelwumms, die Bazooka, der Wumms. Also Sie müssen auch Comics gelesen haben. Selbstverständlich habe ich Comics gelesen. Ihre Lieblingscomics waren? Weiß ich nicht, alle, die damals auf dem Markt waren. Das sind aber vor allem die Disney-Produkte gewesen als Kind. Erinnerungslücken? Nein, keine Erinnerungslücken, aber keine Details. Also wie muss man sich Olaf Scholz als Kind vorstellen? Als einen fleißigen Schüler. Sind Sie den Mitschülern auf die Nerven gegangen, weil Sie immer alles dann doch besser wussten? Hoffe ich nicht. Jedenfalls haben Sie mich mehrfach zum Schulsprecher gewählt. Ist das ein Kompliment? Ja, doch, bestimmt. Würden Ihre Minister heute sagen, Sie sind ein Besserwisser? Fragen Sie die. Haben wir? Manche meinen ja. Dann sollen die das so sehen. Ich schicke Christian Wulff diesen Ausschnitt aus der Sendung und dann würde er sagen, ja, der Mann ist doch nicht in Osnabrück geblieben. Ich finde, dass es völlig in Ordnung ist, wenn andere einen solche Zuschreibungen sagen. Ich bemühe mich darum, dafür zu sorgen, dass wir gute Entscheidungen zustande kriegen. Und ein bisschen habe ich ja hier die Gelegenheit gehabt, über die zu reden. Haben Sie. Ihr Vater Gerhard hat auch gesagt, er hat mir schon mit 12 gesagt, dass er Bundeskanzler werden will. Da habe ich eine echte Erinnerungslücke. Auf die Sie sich hier leider nicht berufen können. Was wäre es denn gewesen, was Sie mit 12 im Kopf hatten? Das weiß ich wirklich nicht. Und es ist ja die große Gefahr,
ab einem bestimmten Alter zu erfinden, was man als Jugendlicher gewollt hat. Deswegen sagt der Vater es ja auch nicht sie. Ja, aber ich jedenfalls müsste mir das zurechtlegen und das möchte ich nicht. Ich möchte keine Dinge sagen, die nicht stimmen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich mir sehr früh überlegt habe, welchen Beruf ich ergreifen möchte. Nicht als Kind, aber schon als jemand, der bei der Entscheidung, welche Fächer wähle ich für die Oberstufe des Gymnasiums, das im Kopf hatte. Und ich wollte immer Rechtsanwalt werden und das bin ich auch geworden. Jetzt sind Sie Rechtsanwalt für wen? Ich war Rechtsanwalt und habe im Schwerpunkt Arbeitsrecht gemacht. Ich meine jetzt als Bundeskanzler, im übertragenen Sinne. Ich fühle mich als Anwalt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch in meinem Herzen, selbst wenn ich Bundeskanzler bin. Mindestlohn. Angela Merkel war 16 Jahre lang Bundeskanzlerin. Was sind so Ihre Pläne diesbezüglich? Ich will auf alle Fälle, dass die Regierung wiedergewählt wird. Und danach? Ich glaube, das sind Pläne, die man nicht schmieden sollte. Aber man könnte darüber nachdenken, ob eigentlich 2 Amtszeiten genug sind. Was denken Sie? In Präsidialsystemen auf alle Fälle, weil das, glaube ich, eine notwendige Korrektur ist. Und deshalb ist es richtig, dass zum Beispiel in Frankreich oder in den USA eine solche Entscheidung per Verfassung oder Gesetz getroffen worden ist. Für Deutschland bietet sich das nicht an, aber jeder und jede muss sich selber prüfen, wie lange man das eigentlich machen will. Und dass es nicht für die Ewigkeit ist, das sollte man immer im Kopf haben. Und dass es eine Zeit danach gibt auch. Wir sind gespannt, wann Sie kommen bei Ihnen. Freuen uns über den Besuch. Kommen Sie bitte gerne wieder. Es gibt viel zu reden. Dankeschön. Bundeskanzler Olaf Scholz. Vielen Dank. Schönen Dank.